soll ich feiern, fröhlich sein? Sag doch einfach nein, einfach nein. Dann wär ich im Himmel. Hey, dann wär ich im Himmel. Sommerhit. Und wir 2021. Sind im Rennen. 2021. Wir sind sowas von im Rennen in Oberursel. Ja, der nächste Song behandelt die nicht so schönen Tage zwischen den Tagen, könnte man sagen. Ich habe PMS. Nicht.
kannst gehen. Die Techniker und Moderatoren applaudieren wie die Wahnsinnigen. Ein Jubel hier in den Hallen. Yeah. Auch wenn man es kaum hört, wahrscheinlich über unsere Gesangsmikrofone. Weiter geht's, weiter geht's. Katharina, was denkst du dir immer mal so aus? Also es gibt ja auch so Tage, ne? Da denke ich mir mal so richtig was Schmutziges aus. Song, ne? Der ist vor ein paar Wochen erst entstanden. Also aber nicht ganz sauber. Ja, so ein bisschen schmutzig halt, gell? Wer nicht kennt's ganz nicht? Sauber ist es, was die Frau Schmidt nach vor sich hinsingt. Der nächste Song ist so ein bisschen über das, wie es heute draußen hier war. Das war nämlich ein fürchterlicher Tag, wettertechnisch. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend heute. Und sitzt gemütlich mit eurem Getränk, euren Freundinnen und Freunden gemeinsam und schaut und hört uns zu. Der nächste Song wird performt hier von unserem Volker und... Und ich bin auch heute Morgen aufgewacht. Und das ist ein richtiger Scheißtag. Der Scheißtag. Ihr meint ihn? Ganz klar, der Fehler Nummer 1. Kurz vor der Straßenbahn seh ich die Bahn wegfahren, oh Mann. Die Nummer 2 morgens um 2:45 und das ist echt scheiße. Komm, lass es lieber sein, da hilft kein Flehen, da hilft
kein Schein. Oh nein, ein Tag, der in der Früh versaut, der bleibt dir bis zum nächsten Morgen grau und grau. Genau, so wie deine Frau. Oh, und der Kühlschrank ist völlig leer. Ich muss zum Discounter, dann an den Kassen stehen Menschenmassen, so wie immer. Ich trag den Einkauf rauf, also so, da schlägt der Einkauf rauf. Oh, ich glaub, ich geb jetzt besser auf. Aber du bist reich, so sagt man mir. Geld ist da, doch leider ist nicht hier. Du hast mich angelacht, das hat mich angemacht. Gehen wir zu dir oder zu mir? Du machst mich richtig heiß, doch ich merk's schnell, so ein Scheiß, mein dich lässt mich im Stich. Und da denk ich mir mal so, komm, lass es lieber sein. Da hilft kein Flehen, da hilft kein Schreien. Oh nein, oh nein. Ein Tag, der in der Früh versaut, der bleibt dir bis zum nächsten Morgen grau und grau. Am Automat gibt's heute kein Geld. Die Welt steht still, weil Zahlungsmittel fehlen. Das hätte ich besser nicht gemacht, ganz klar. Fehler Nummer 1. Oh, Volker, so ein Scheiß. So ein Scheiß. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Vielen Dank, vielen Dank. So, unser Slot neigt sich schon so ganz langsam auf das Ende zu. Aber auch auf einen Höhepunkt zu. Aber wir wollen nicht versäumen unsere Hommage an unsere Lieblingsnachbarstadt südlich und östlich vom Main zu intonieren, wie gerne auch sonst am Schluss auf unseren Konzerten, weil danach habe ich keine Stimmen mehr. Und wir dürfen das, weil ein Band aus dieser Hey! Hey! Ich bin ein Volk. Mein Deutsch ist nicht so doll. Ich konnte artikulieren. Da steckt lieber meine Biere, jawohl, ja. Ich bin aus Offenbar. Keiner hat dich lieb. Ich bin aus Offenbar. Keiner hat dich lieb. Ich bin aus Offenbar. Keiner hat dich lieb. Ich bin aus Offenbach,
bin reich an uns schön. Ich bin aus Offenbach. Keiner hat mich lieb. Ich bin aus Offenbach. Keiner hat mich lieb. Aus Offenbach, ich bin. Keiner hat mich lieb. Katharina und die Bockenheim-Prolls. Und wenn ihr jetzt da draußen an den Endgeräten noch nach einer Zugabe schreien tätet, wir wären vorbereitet, dann würde uns das nicht ganz unvorbereitet treffen. Wir haben noch einen ganz kleinen Rausschmeißer für euch zum Schluss. Und dann übergeben wir an die nächsten Bands, die hier heute Abend noch kommen. Ja, viel Spaß. Du hast so große braune Augen, Haare auf der Brust. Du hast so große braune Augen, Haare auf der Brust. Bist immer bei mir, Kuscheltier, Kuscheltier. Du hast so große braune Augen, Haare auf der Brust. Auf der Brust. Du bist immer bei mir. Kuscheltier, Kuscheltier. Vielen Dank. Katharina und die Bockenheim-Prolls. Katharina und die Prolls. Und juhu, wir sehen und uns hier. Hoffentlich und hören uns. Tschüss. Also, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen, willkommen bei der 8. Newcomer-TV-Nacht hier live aus der Portstraße Jugend und Kultur. Die letzte Sendung in diesem Jahr. Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns und von der Pandemie begleitet. Und jetzt bäumt sich der Virus nochmal zu ungeahnten Größen auf. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern das Thema ist, dass wir vier fantastische Acts euch hier mitgebracht haben zur 8. Newcomer-TV-Nacht. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch eine Initiative vorstellen, die sich im letzten Jahr gegründet hat, nämlich Kulturzeiterin. Das ist eine Initiative, die Künstler und also Musiker, Musikerinnen, Künstler, die hier in der Region wohnen, hauptsächlich in Offenbach, mit Spenden, also mit Geld über diese dürre Zeit, wo sie halt nichts verdienen können oder wenig verdienen können, hinweg hilft. Und die machen eine Veranstaltung, zwar von November bis Januar, in der Berliner Straße 32 in Frankfurt. Da gibt es ein Ladenlokal und da kann man dann Künstler begegnen, die dort ausstellen. Es gibt ein kleines Musikprogramm, es gibt Lesungen und alles Mögliche. Und heute Abend geht es um 19 Uhr los.
mit einer Veranstaltung. Und ich wollte euch einfach nur kurz darauf hinweisen, dass es sich lohnt, bei den Kulturzeiterinnen mal vorbeizuschauen, Künstler kennenzulernen und überhaupt sich ein bisschen informieren über die Situation von Künstlern. Jetzt möchte ich erstmal Hallo sagen hier zu Servus. Katharina und die Bockenheim-Prolz. Hi. Applaus. Hi. Applaus. Wie ist es euch gegangen in der Pandemie? Hattet ihr zu tun oder musstet ihr auch ums Überleben kämpfen oder seid ihr eher Amateure, obwohl ihr professionell arbeitet? Lebt ihr von der Musik? Das sind viele Fragen auf einmal. Also wir sind Amateure, die professionell arbeiten und in der Pandemie hatten wir irgendwie ganz neue Formen. Wir haben zum Beispiel mehrere Musikvideos gedreht und wir haben auch ein paar Aufnahmen im Homeoffice sozusagen aufgenommen und auch auf YouTube gestellt. Also wir sind sehr produktiv gewesen, würde ich sagen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ein Radiointerview zu machen und da habt ihr mir, also da ging es um die Bockenheim Stadtteil Rallye und inwieweit ihr euch mit diesem Stadtteil Bockenheim, für die Menschen, die es nicht wissen, das ist ein wunderbarer Stadtteil in Frankfurt, wo die Goethe-Uni ist und alter Unicampus und so. Und da kam so raus, dass ihr euch eigentlich in der Studentenzeit schon kennengelernt habt und seitdem zusammen Punkmusik macht. Ja, so ist das. So ist das, ungefähr 25 Jahre. Damals waren wir noch jung und knackig. Oh, ihr seid jetzt immer noch jung und knackig. Und ja, also Bockenheim, damals war die Uni ja noch in Bockenheim und die sind ja jetzt heute rausgezogen an die alte IG Farbenhaus. Damals, das waren noch die schönen Zeiten, da konnte man in der Leipziger Straße noch was erleben. Genau, und ihr habt von den ersten Gigs, die ihr da zusammen gemacht habt, erzählt und von dieser Vermischung zwischen Musik und Studentenbewegung. Inwieweit ist dieser bewegte Alltag, den wir hier jetzt erleben mit Corona und überhaupt mit den Möglichkeiten, wenigen Möglichkeiten, die man so hat, kulturell irgendwie tätig zu werden, inwieweit wirkt sich das auf eure Musik aus? Zum Beispiel, Katharina, textlich, schreibst du über diese Bedrohung ein bisschen selber oder wie läuft das bei also euch? Also in Fragen Text würde ich jetzt sofort an Urs weitergeben, der die meisten Texte eigentlich schreibt von uns. Ja, das ist richtig und Corona ist mir leider nichts eingefallen. Ein sprachloses Thema. Ja. Aber es sind ein paar Texte entstanden in der Zeit von Corona und da sind wir jetzt auch gerade am Aufarbeiten. Das ist halt immer ein langsamer Prozess bei uns, weil wir halt einmal die Woche proben, ja, und dann zieht sich das immer. Ne? Ja, aber ihr probt wenigstens noch einmal die Woche und es gibt ein Album, ein digitales Album. Gibt es das eigentlich in Vinyl oder auf CD schon oder nur im Internet? Euer aktuelles Album. Ja, das gibt es nicht wirklich als Materie, sondern es ist eine Website, auf der man das finden kann. Und im Prinzip ist es eigentlich eher etwas, was ich eine Compilation nennen möchte. Also es sind gesammelte Stücke, die wir aufgenommen haben, eigentlich über die fast 25 Jahre, die wir zusammen Musik machen. Und viele von den Musiken und Stücken, die wir gemacht haben, die sind dann auch wieder verschwunden. Aber einige haben sich gehalten und die wir länger gespielt haben, die haben wir dann irgendwann mal auch aufgenommen. Und so entstand, das ist so eine Art generische Sammlung von der Bandgeschichte, wenn man das so möchte, als Songs. Also sozusagen autobiografisch, ne, oder biografisch? Nicht für uns, aber als Zeugnis dessen, was wir gemacht haben, ist das. In euren Texten geht es um Bier, um Sadomasochismus, um Fernflugreisen, um die, ja, ich wollte gerade sagen, den Stadtteil Offenbach, aber das kann man ja so nicht sagen, oder? Also lauter aktuelle Themen. Ja, also vielleicht kann ich dann da nochmal. Bitte. Ich bin ja derjenige, der wirklich aus Offenbach kommt. Und deswegen bin ich auch irgendwie dafür, dass wir uns die eine oder anderen Sarkasmen erlauben über die Stadt, in der ich groß geworden bin und der ich auch gerne groß geworden bin. Was war nochmal der erste Teil der Frage? Das heißt, es geht in euren Texten um Bier, um Fernflugreisen, ja, um Sadomasochismus. Also tatsächlich um das Alltägliche. Das stimmt. Sadomasochismus begegnet mir den ganzen Tag. Wer kennt es nicht? Der tägliche Sadomasochismus. Ja. Überspitzt Satire. Einiges von dem spielen wir jetzt heute nicht, weil wir nur 5 Nummern haben. Aber der eine Song, der mit den Fernflugreisen zu tun hat, der ist auch tatsächlich live erlebt.
weil die eine Person in unserer Band hat sich noch lange Zeit gefragt, soll ich das jetzt wirklich machen, weil es da irgendwie am Ziel eine Krise gab. Und jetzt kann man sich das ja auch wieder fragen, soll ich das wirklich machen? Und insbesondere ist da jetzt auch eine neue Awareness. Also ein sehr aktueller Song eigentlich. Ja. Er ist doppelt aktuell geworden jetzt wieder. Plattenfirma, Vermarktung, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr selber also sozusagen in Sachen eurer Musik tätig oder seid ihr gesigned worden von einem berühmten Label und in der ganzen Welt in den Plattenläden zu kaufen? Wie erlebt ihr? Du bist bis jetzt unser bester Kontakt. Okay, na dann, viel Vergnügen, würde ich sagen. Weiß nicht, also das heißt, ihr habt keine Plattenfirma, ihr vermarktet alles selber. Das genau, heißt, du hängst am Telefon. Ich bin sozusagen das Management. Hallo, ich bin offen. Das ist Katharina-Management. Genau, ja. 2022 soll ja alles irgendwie viel besser werden. Habt ihr schon jetzt, hängst du schon am Telefon und redest mit Open-Air-Veranstaltern, Veranstalterinnen über euer Booking oder wie siehst du das? Also ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt schon ein Angebot, dass wir in Stuttgart spielen dürfen. Das müssen wir nochmal besprechen. Im mit Sommer. Dem Bandbus, in dem wir dann steigen und den wir bis dahin gebrandet haben mit Katharina und die Bockenheim-Prolls. Und dann würden wir so eine kleine Tour machen. Ja, warum nicht, ne? Das heißt auch im Rahmen der Stadtteil-Rallye auf dem Kurfürstenplatz, ja. Auf diesem legendären Straßenfest, was schon seit vielen Jahren genau. gibt in Bockenheim. Da werdet ihr dann im Sommer 2022 auch zu sehen oder zu hören das sein. Das ist der feste Plan. Also Katja und Uta sei Dank, so sieht's aus. Ja. Und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Wie ich das verstanden habe, noch, um nochmal zurückzukommen zu euer digitales Album, was immer größer wird. Das heißt, ihr hängt dann immer mehr Stücke dran und irgendwann ist es dann halt ein Doppelalbum, was dann zu hören sein wird. So wird es sein. Sehr schön gesagt. Ja.